Bundesliga, siebter Spieltag und hier kommen unsere Tipps dazu. Der siebte Streich. Ja, und das sind die Spiele auf einen Blick, aber bevor wir dazu kommen, noch einen Blick zurück auf den sechsten Spieltag, den wir leider Gottes im Verlust abgeschlossen haben, aber da können wir überhaupt nichts dafür, das ist die Schuld der Wölfe, die auch in der Champions League deswegen die gerechte Strafe dafür bekommen haben und den lächerlichsten Elfmeter der Menschheitsgeschichte gegen sich bekommen haben, gegen Sevilla. Aber gut, es geht um die Bundesliga. Siebter Spieltag, Freitag, Köln gegen Fürth. Die Kölner sind ja top in Schuss. Da kommt ja so ein Aufsteiger gerade recht. Man kann hier irgendwie auch keine tollen Quoten eigentlich auf die Kölner erwarten. Und wir schauen trotzdem drauf. Und zwar sehen wir hier eine 1,53 für Köln zu Hause gegen Greuther Fürth. So gut die Kölner auch sind, ist das einfach eine lächerlich niedrige Quote, die du auf eine Mannschaft wie Köln einfach nie spielen solltest. Damit hast du es ganz gut zusammengefasst. Vor der Saison wären wir uns, glaube ich, einig, dass Köln dieses Heimspiel gegen Fürth sicher gewinnt. Nach 6 Spieltagen muss man sagen, Köln bombastisch, Fürth genauso schlecht, ehrlich gesagt, wie erwartet. Dementsprechend auch die Differenz in der Tabelle zwischen den beiden Teams. Aber die 1,5er-Quote lässt es einfach nicht zu, dass man hier an einem Freitagsspiel auf Köln geht. Und man darf nicht vergessen, irgendwann wird Fürth auch mal punkten. Und dann wollt ihr nicht auf ein Team gesetzt haben, was euch nur eine 1,5 gibt. Genau, meine Rede. Und vor allem haben die Kölner auch die letzten 3 Spiele nicht gewonnen. Also nur unentschieden, das ist natürlich dann die Gefahr, die man berücksichtigen muss. Und wenn man auf eine mittelmäßig bis auch selbst gute Mannschaft nur so eine niedrige Quote kriegt, dann ist das kein Value. Und ähnlich sieht es wahrscheinlich auch bei Dortmund gegen Augsburg aus. Die Dortmunder ja ein bisschen geschwächt personell, waren ja ohne Reus und Haaland in der Champions League unterwegs, haben trotzdem knapp gewonnen. Gegen Augsburg sind sie natürlich der Favorit. Auch noch zu Hause, da haben wir ja in der Vergangenheit schon torreiche Spiele gesehen, ja, zwischen den beiden Mannschaften. Und ähnlich wie jetzt im vergangenen Januar könnte ich mir vorstellen, dass die Dortmund auch Augsburg zu Hause hier klar besiegen. Ja, ich erinnere mich auch an irgendein Spiel, wo Augsburg echt gut da gewesen ist. Ich glaube, da haben sie nämlich sogar das Hinspiel oder das Heimspiel nur 5-2, 5-4 oder so gewonnen, wo Augsburg echt gut mithalten könnte. Jetzt haben die gegen, oder 4-3, das 4-3, an das erinnere ich mich sogar noch. Auf jeden Fall schlechte Partie der Augsburger in Freiburg. Und wenn es gegen Dortmund besser sein soll, dann nur, weil der BVB eben wegen Verletzungssorgen, Doppelbelastung vielleicht ein bisschen federn lässt. Aber es spricht einfach nichts dafür, das zu riskieren. Auch hier wieder auf Wettscheinen sollte dieses Spiel nicht sein. Zumindest nicht, wenn es um Sieg, Unentschieden, Niederlage geht. Bei Tore könnte man überlegen. Aber auch hier muss man sagen, Dortmund gegen Lissabon nur ein 1-0. Ja, also endlich mal der schmutzige Dortmunder Sieg, wie man sagen könnte. Aber über 3,5 Tore und 1,9 brauchst du auch nicht spielen. Nein, definitiv weil nicht. Muss Augsburg damit machen und die haben in der bisherigen Saison offensiv noch überhaupt nicht geglänzt. Jetzt sehe ich gerade, dein Schild ist ja nicht mal da. Wo hast denn das hier gehabt? Aber egal. Der Junge heißt Chris und meine Wenigkeit Radek und jetzt in Berlin Hertha gegen Freiburg. Das hört sich jetzt ohne mit der Wimper zu zucken nach dem ersten Unentschieden dieses unentschiedenreichen Spieltags an. Das könnte wirklich sein. Wir dürften auch jetzt mal auf die Quoten gespannt sein, weil Berlin vor der Saison wären sie definitiv ihr Quotenfavorit. Jetzt nach den ersten 6 Spieltagen in der Tabelle deutlich hinter Freiburg und mit der 6-0-Niederlage gegen Leipzig haben sie sich auch nichts Gutes getan. Davor nur gegen die beiden Aufsteiger gewonnen und sonst nichts geliefert. Freiburg liefert Woche für Woche für Woche seit mindestens ja, 2 Jahren eigentlich auch auf Top-10-Niveau und demnach sind sie auch mit 12 Punkten verdienter Fünfter mit 9-4 Toren. Das ist eigentlich auch krass, muss ich echt sagen. Und noch keine Niederlage neben Bayern München, die einzige Mannschaft, die noch kein Spiel verloren hat. Dass das jetzt in Berlin passiert, könnte man sagen, so wie die Hertha aufgetreten ist, ausgeschlossen. Aber das ist halt auch irgendwie nicht die Realität gewesen, dass sie 6 Tore gegen Leipzig fangen, okay. Freiburg muss sich halt jedes Spiel erneut beweisen. Nichtsdestotrotz ist die Quote schon sehr, sehr hoch für Freiburg, wenn man diese bisherigen Saisonverläufe
Betrachtet Value auf der Freiburger Seite, glaube ich, müssen wir nicht großartig drüber reden. Aber ich habe irgendwie Angst, dass die Hertha dieses Spiel gewinnt oder dass es ein Unentschieden gibt. Wie ich schon gesagt habe, gehe ich davon aus, dass es unentschieden sein könnte. Auf Freiburg will ich irgendwie nicht wetten, auswärts ist mir irgendwie zu gefährlich. Selbst gegen eine schwache Hertha-Mannschaft, die irgendwann auch mal wieder besser spielen wird als gegen Leipzig. Und deswegen schwanke ich hier zwischen einem Unentschieden und einer No-Bet. Und wenn man schon zwischen einer No-Bet und irgendwas schwenkt, dann sollte man einfach die Finger davon lassen. Tatsächlich würde ich sogar auch den Berliner Sieg mit der Quote gar nicht mal so verkehrt finden. Dardai hat ja zwar schon mal seinen Rücktritt ja angeboten, Bobic hat es abgelehnt und jetzt muss man mal schauen, die werden irgendwann gewinnen. Man könnte das schon mal anspielen mit einem auf einen Sieg, weil so unrealistisch ist das auch nicht, die Dreierquote, eigentlich schon Value aus meiner Sicht. Dementsprechend, wir haben verschiedene, danke für die Daumen hoch, wir haben ja eigentlich alle drei Tipps eine gute Grundlage, aber wir sind uns hier wahrscheinlich nicht einig, deshalb zum nächsten Spiel. Ja, und wenn man denkt, alle drei Tipps sind möglich, dann ist das eigentlich das Beste, auf die höchste Quote zu gehen und das ist in der Regel das Unentschieden, außer man hat einen fetten Außenseiter, der irgendwie überraschen kann, aber hier, ja. Was sagt ihr dazu? Ist es ein Unentschieden-Spiel oder traut ihr der Hertha was zu? Das ist ja schon sehr spekulativ, das ist dann nicht meine Welt. Und deswegen Stuttgart gegen Hoffenheim. Die Hoffenheimer haben gegen Wolfsburg gewonnen und mal wieder ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Die Ergebnisse der TSG sind ja wirklich so up and down, je nachdem, welche Tagesform sie erwischen. Verlieren sie gegen Mainz oder spielen 0-0 gegen Bielefeld und dann besiegen die Wolfsburg. Das war irgendwie so ein bisschen total out of the box oder aus dem Blauen heraus. Und jetzt gegen Stuttgart, die bisher in der Saison nichts oder wenig gerissen haben, müssten die ja dann eigentlich Favorit sein, aber irgendwie kannst du diesen Hoffenheimern doch auch nicht trauen. Ja, vor allem hier sehe ich jetzt auch hier deutlich unentschieden Gefahr. Stuttgart hat die letzten vier Spiele, nicht, danke schon wieder für den Daumen hoch, freut mich, die letzten vier Spiele gegen Hoffenheim nicht verloren. Da gab es drei Siege, ein Unentschieden und jetzt der Heimvorteil. Hoffenheim, ja, hat aber bestimmt auch seine Motivation aus dem Turnaround-Spiel gegen Wolfsburg gezogen. Da lagen sie 1-0 sogar zurück und haben dann noch 3-1 souverän gewonnen. Also hier spricht für mich eigentlich viel auf ein Unentschieden. Man darf jetzt auch nicht vergessen, ich finde, die Hoffenheimer haben eine auch nicht so gestandene Mannschaft, Radik, oder? Wie siehst du das? Ich finde, das ist jetzt nicht so der Kader, der, wenn es läuft, dir Woche für Woche liefert. Da fehlen Führungsspieler, da fehlt Klasse auf konstantem Niveau. Sie können es mal eine Woche bringen, eine Woche nicht. Das ist einfach nur Bundesliga-Mittelmaß. Ja, aber immer noch besser als Stuttgart. Und deswegen sehe ich hier voll Value bei einer Asian Handicap-Wette auf die TSG. Auch wenn ich davon ausgehe, dass das auch ein Unentschieden sein könnte. Darauf kommen wir dann am Ende wahrscheinlich noch dazu, hier ein paar Unentschieden zu spickern. Und nichtsdestotrotz finde ich diese Asian Handicap 0 auf Hoffenheim überragend mit 1,85. Ja. Denn dass Stuttgart jetzt dieses Spiel gewinnt, wäre schon fast zu überraschen, wie wenn Hoffenheim gegen Wolfsburg gewinnt. Und so eine Überraschung gibt es nicht alle Tage. Und deswegen sehe ich die TSG hier nicht verlieren, weil sie sich einfach ja, besser präsentiert haben und diese Asian Handicap 0-Wette gefällt mir mit 1,85. Ja, also für mich ist auch hier ganz klar 2 aus 4 Unentschieden Spieltag. Da würde ich mich tatsächlich bisher wohler fühlen, als auf irgendein Einzelspiel zu gehen. Aber schauen wir mal weiter, was jetzt passiert. Und zwar zeigt der Bildschirm uns an... Wolfsburg gegen Gladbach. Schon wieder so ein Unentschieden-Spiel, oder? Wolfsburg mit dem 1:1 gegen Sevilla, da haben sie 85 Minuten haben sie geführt, dann das 1:1 bekommen. Trotzdem würde ich sagen, das ist ein Erfolg bisher der Champions League-Start unter Marc van Bommel. Und Gladbach ist jetzt die große Frage, ob sie nach dem 1:0 gegen Dortmund jetzt vielleicht mal einen Lauf starten. Auf der anderen Seite haben wir es schon vor dem letzten Spiel gesagt. Es könnte genauso, für uns wirken die Gladbacher so ein bisschen, als wenn es gegen Top-Clubs geht, dann sind sie da und gegen die zweite Reihe Clubs nicht so richtig. Jetzt ist die Frage, ist Wolfsburg schon ein Top-Club?
dann ist vielleicht eine Unentschieden-Wette auf oder mit Tendenz Gladbach nicht uninteressant oder man sagt halt einfach 1-1 und ciao. Die Unentschieden-Gefahr ist hier natürlich auch gegeben, weil man ja irgendwie ein bisschen Angst davor hat, dass Gladbach ja doch einfach mal zeigt, was man vielleicht von ihm mal gesehen hat, aber auch zu selten. Ich meine, die haben sehr wenig gute Spiele in der Saison bisher hingelegt und Wolfsburg ist halt defensiv ungeheuer stark und hat da erst 5 Gegentore gekriegt und ja. Der auch eine krasse Statistik, die ich zu dem Spiel noch mir durchgelesen habe. Wolfsburg hat 16 Heimspiele lang nicht mehr verloren gegen Gladbach. Mhm. Also wäre schade, wenn es jetzt passiert. Deshalb könnten wir eigentlich den Gladbach-Sieg ausschließen, oder? Ja, aber es ist ja ähnlich unrealistisch, dass Gladbach hier in Wolfsburg gewinnt, wie eben beim anderen Spiel, das Hoffenheim verliert, glaube ich. Also da kann man schon mit den Wölfen gehen, allerdings kriegst halt auch keine so gute Asian Handicap-Quote, um ein Unentschieden hier abzusichern. Und das ist dann eine zu schlechte Wette, weil natürlich eine Restwahrscheinlichkeit besteht immer, dass auch Gladbach hier gewinnen kann. Und im Endeffekt auch ein sehr schwer vorherzusagendes Spiel. Ich tendiere schon dazu, dass Wolfsburg die stärkere Mannschaft ist. Aber jetzt mit diesem Trauma aus der Champions League vielleicht und Gladbach erholt mit ein bisschen Selbstvertrauen gegen Dortmund vielleicht, ändern sich dann die Rollen ein bisschen. Ein Unentschieden hätte hier natürlich auch eine sehr interessante Quote von 3,65. Das schmeißen wir auf jeden Fall mit rein in den Unentschieden-Pool und gehen zu Leipzig gegen Bochum. Die Leipziger haben aufgezockt, Nkunku ist mal wieder in bestechender Form und scored nach Belieben beinahe, schönes Freistoßtor geschossen und auf der anderen Seite, die Bochumer, ja, die sind jetzt halt da angekommen, wo sie eigentlich erwartet worden sind, haben halt am Anfang noch einen Sieg hingelegt gegen Mainz, mit dem keiner gerechnet hat. Wie sie das gemacht haben, wissen sie jetzt wahrscheinlich selber nicht mehr. Und dann haben sie halt gegen Bayern 7 gefangen und jetzt droht ihnen gegen Leipzig natürlich die nächste Abreibung. Ja, also Leipzig mit dem 6-0 gegen Hertha hat man gedacht, jetzt geht vielleicht mal wieder was in Richtung oberes Tabellendrittel. Die Niederlage gegen Brügge in der Champions League, Heimspiel, wo du weißt, du musst dieses Spiel eigentlich unbedingt gewinnen bei den anderen beiden Top-Teams, die in der Gruppe noch sind mit Man City und Paris Saint-Germain. Das ist schon eine richtig bittere Vorstellung. Und ich bin mir sicher, dass Jesse March jetzt auch so langsam mal angezählt werden dürfte, denn der Weg geht ja gerade in eine komplett anders wie erwartete Richtung. Vielleicht hat jeder gedacht, weil sie jetzt irgendwie gefühlt, hast du immer das Gefühl, blöder Satz, dass es für Leipzig immer ein Stück weit weiter nach oben geht. Die hatten selber, wie viele Experten, wie auch wir auch, den Anspruch, dass sie der ärgste Bayern-Verfolger sind und dass man Bayern vielleicht jetzt gerade in dieser Saison ein Bein stellen kann. Und an den Erwartungen zerschellen sie ja richtig. Von daher, klar, du könntest jetzt sagen, das Spiel gewinnen sie wieder 4-5-0, aber nichtsdestotrotz ist das eine super enttäuschende Vorstellung und vielleicht sitzt der Frust jetzt so tief sogar, dass es sogar die nächste Punkteteilung gibt. Niederlage glaube ich jetzt nicht und dann wird es richtig wackeln. Kann es sein, dass die Spieler überhaupt nicht mit dem Amerikaner da zurechtkommen? Ja, aber es vom Kader her haben die halt einfach schon starke Spieler und einen guten Kader. Oh ja. Also, dass da Bochum was reißt, das scheint ausgeschlossen. Aber die Leipziger haben sich natürlich schon das ein oder andere Mal in der Saison nicht mit Ruhm bekleckert. Andererseits Mainz, die beste Abwehr der Liga. Wahnsinn, also die überraschen Woche für Woche und ein 0-1 in Leverkusen letzte Woche ist jetzt auch kein Beinbruch, sagen wir mal so. Da hätte es auch schlimmer ausgehen können für die. Aber Mainz ist absolut on fire nach wie vor. Und Union tut sich ein bisschen schwer, kriegt jetzt auch die Doppelbelastung so ein bisschen zu spüren und hat auch, ja, eigentlich solide Ergebnisse, wenn man jetzt 2 Tore gegen Dortmund schießt, sage ich, ist das auch nicht so verkehrt. Und in Dortmund verlieren halt auch mittelmäßige Teams gern mal höher, wie Frankfurt auch schon gezeigt hat. Und von daher, ja, ganz schwierig auch hier zu sagen, dass Mainz jetzt hier Favorit sein soll, weil ich finde,
Das ist eine zu schlechte Quote und das wird auch Union Berlin nicht gerecht. Deswegen ein weiteres klares Unentschieden-Spiel. Bin ich auch der Meinung. Von den Tendenzen sage ich ja auch, der Mainzer wird es schon irgendwie holen und Bruce Svensson, Wahnsinn, was der jetzt da für eine Arbeit geleistet hat, den werden wir bestimmt nicht in allzu ferner Zukunft bei einem Top-Verein sehen. Union Berlin hat aber wegen der Quote für mich hier mehr Value, denn die Mannschaften sind sicherlich beide ungefähr auf dem gleichen Level. Deshalb finde ich das nicht uninteressant. Auf der anderen Seite, wenn man beide den Sieg zutraut, ist das eigentlich der nächste Unentschieden-Vergleich. Union Berlin finde ich auch, muss man sagen, nicht nur solide Ergebnisse, sondern wirklich ein schweres Anfangsprogramm. Ich glaube, die werden wir wieder da so sehen, wo sie die letzte Saison gewesen sind, zwischen Tabellenplatz 6 und 9. Und mit einem Unentschieden, glaube ich, können beide Teams wirklich leben. Und wir auch. Schauen wir mal, ob das bei den 2 aus 4 dabei sein wird, weil ich glaube, mittlerweile steht außer Frage, dass wir dieses System spielen werden. Absolut. Also sehr viele ausgeglichene Spiele auf dem Papier, ob es dann auch wirklich an der Tagesform sich so wiedergibt, das wird sich zeigen. Dass Bayern München auf einer Augenhöhe mit Frankfurt ist in dieser Saison, das kann man stark bezweifeln, auch wenn die Frankfurter die letzten 5 Spiele nicht verloren haben, aber auch nicht gewonnen. Also die Unentschieden-Könige aus Frankfurt mit 5 Unentschieden, aber dass sie das gegen Bayern schaffen, glaubt man im Moment nicht, denn irgendwie haben sie vergessen, Spiele zu gewinnen, was sie letzte Saison noch mit Adi Hütter geschafft haben, gegen Bayern zu gewinnen. Und unter Glasner fehlt halt irgendwie die Durchschlagskraft. Und die Bayern auf der anderen Seite wieder. Ich habe ja das Champions League-Spiel auf The Zone gesehen und musste mich nur immer über Rangnick aufregen, dass er immer gesagt hat, ja, kein gutes Spiel der Bayern, schlechtes Spiel die ganze Zeit. Die Bayern, obwohl sie nicht gut spielen, hauen sie Kiew 5-0 weg und so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn sie dann mal wirklich gut spielen würden, wie hätten sie die dann zerlegt? Also 10-0, 15-0 und ich denke auch gegen Frankfurt werden sie jetzt nicht so 100% Vollgas geben, die Quote auf Bayern wie immer lächerlich niedrig und auch in diesem Fall zu niedrig. Gegen Fürth hätten wir das mitgenommen, aber gegen Frankfurt, naja, aber auch auf Frankfurt zu setzen, entbehrt jeglicher Logik. Das ist Bayern München, wo nicht nur Robert Pires gesagt hat, die sind die beste Mannschaft im europäischen Fußball derzeit. Ja, Wahnsinn. Also ich war auch gespannt auf das Spiel gegen Kiew und auf der Zone haben sie auch in der Vorberichterstattung gesagt, vielleicht kann hier Kiew irgendwas liefern, weil Bayern nur Halbgas macht, die Belastung und so weiter. Und dann siehst du eigentlich nur 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 und das alles schon relativ schnell. Und Kiew nicht mal mit irgendwelchen großartigen Chancen. Also das war souverän ohne Ende. Man kann, wenn man ein reiner Zocker ist, dieses Spiel als sogenannten Quotenbooster mitnehmen, wenn du sagst, es juckt mich jetzt eh nicht, ob ich eine sinnvolle Wette mache oder nicht. Wenn du sinnvolle Wetten machen möchtest, dann solltest du die Finger von dem Spiel lassen, weil macht einfach jetzt keinen Sinn mehr, auf diesem Quotenniveau auf Bayern oder gegen Bayern bei der Form zu setzen. Ja, und sowas wie ein Quotenbooster, sowas gibt es nicht, weil du mit Kombiwetten sowieso langfristig nur Verlust machst und indem du ein weiteres Spiel in die Kombi aufnimmst, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Kombi irgendwie platzt und deswegen boostet keine weitere Wette eine Kombi und dieses Wort, das sollte man hier. Ja, da habe ich dich jetzt offensichtlich ein bisschen in der Ehre gekränkt oder getriggert, wie man so schön sagt. Auf jeden Fall, jetzt sind wir bei Bielefeld angelangt und ich glaube, es gibt 2 Teams, die diese Saison noch nicht gewonnen haben. Bei Kräuter Fürth ist das ja keine Überraschung. Eine Überraschung ist das hingegen bei Bielefeld, dass die noch sieglos sind, denn die ersten 6 Spieltage sind, finde ich, die Arminen voll im Soll. Also das ist mit dem Tabellenstand 4 Punkte nach 6 Spielen. Ich glaube, da hast du auch wirklich nicht jetzt einen Grund zu feiern, aber auch keinen Grund, dich zu beschweren. Mit Leverkusen kommt jetzt aber natürlich ein Gegner, der bisher eine Spitzensaison spielt, auch das 1-0 gegen Mainz, lege ich den sehr hoch hinaus. Kleiner Fun-Fact, Radek, ich weiß nicht, ob du es weißt, die Bender-Brüder spielen ja mittlerweile in einem unserer Nachbarorte, von wo wir aufgewachsen sind, leider nicht mehr bei Leverkusen. Davon abgesehen müssen wir hier auf die Quoten schauen und den Arminen ist in jedem Heimspiel ein enges Spiel zuzutrauen. Einen Punkt gewinnen, aber die Leverkusen 1,7 sind eigentlich auch sehr attraktiv.
Ja, leider Gottes. Und man kann jetzt nicht von den So-lala-Auftritten von Bielefeld, die jetzt irgendwie großartig hier gegen Leverkusen denen eine Chance einräumen. Das wäre irgendwie ein bisschen zu übertrieben. Fakten: Leverkusen macht's klasse in der Saison bisher, hat natürlich auch dieses Europa League-Spiel bei Celtic Glasgow, das ja heute Abend ist und wir nicht wissen, wie das läuft und so. Und wahrscheinlich ist das vielleicht wieder so ein Knackpunkt für Leverkusen, dass sie da von den Schotten so richtig auf den Sack bekommen. Kämpferischer Natur, vielleicht ist es ein Unentschieden oder so. Und dann sind die alle so ein bisschen geschlaucht und können dann gegen Bielefeld nur irgendwie das Nötigste machen. Gefährlich auf jeden Fall, die Bielefelder, aber grundsätzlich 1,7 auf schon einen Klassenunterschied, muss man fast sagen. Ist eine gute Quote, könnte man auch fast weniger auf Leverkusen geben. Deswegen haben wir hier ein bisschen Value. Muss jeder dann für sich selber entscheiden, ob es reicht. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten und würde fast Vorsicht walten lassen aufgrund dieses Europa League-Spiels. Man Ja. muss ja nicht auf alles setzen und 1,7 ist halt auch jetzt nichts, wo man sagt, wow, Bombe. Wir haben schon letzte Woche dann kurz überlegt, soll man nur die Bayern bitte spielen? Dann haben wir uns letztendlich zu allen hinreißen lassen. Ich würde jetzt in dem Fall, in diesem Spieltag wirklich sagen, wir machen die 2 aus 4 Kombi und genießen dann diesen Freitag, Samstag, Sonntag, bevor es dann wieder in die Länderspielpause geht. Welche 4 Spiele unentschieden ausgehen? Da Hertha gegen Freiburg, Ja, Stuttgart-Hoffenheim, Stuttgart-Hoffenheim Wolfsburg-Gladbach und und Mainz-Union. so sieht's aus. Das hört sich doch sehr, sehr sinnvoll an. Ja, und Einzelwetten, wie gesagt, hätte ich auf Asian Handicap Hoffenheim mit 1,85 tendiert. Ansonsten fährt man mit den Unentschieden wahrscheinlich einfach am besten an dem Spieltag. Deswegen lassen wir die Hoffenheim-Wette weg und setzen doch da lieber direkt auf ein Unentschieden. 2-4-X-System-Wette und Daumen drücken und schreibt eure Wetten auch in die Kommentare, wenn ihr noch irgendeine Super-Value-Wette gefunden habt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Länderspiele.